Ja, dann schauen wir uns noch ein Video an, und zwar von Wissenswert. Na klar, zum Abrunden des heutigen Tages checken wir uns noch ein Wissenswert-Video ab. Keins, wo man unbedingt drüber lachen kann, sondern eher ein schockierendes Video. Das traurige Leben der dünnsten Frau der Welt. Einfach 18 Kilo. 18 Kilo wiegt... Okay, in diesem Zusammenhang sollte man nicht spaßen. Schauen wir uns die Dame an. Was da los sein wird, vermutlich eine, ja, Essstörung, nehme ich mal stark an, dass, ja, da Anorexia mit im Spiel ist. Schauen wir rein. Das hier ist Ray. Wahnsinn, schaut mal die Knochen an. Die Knochen da, oh mein Gott. Rachel Farrock und der Anblick der... Dass die überhaupt so Hosen kriegt. 43-jährigen Amerikanerin ist wirklich schockierend. Bei einer Größe von 1,70 Meter bringt sie eigenen Angaben zufolge gerade einmal etwas mehr als 20 Kilogramm auf die Waage. Wahnsinn. Sie kann sich gerade mal etwas mehr als 20 Kilo. Und dann sagen sie 18. Kaum noch alleine bewegen und ist permanent auf Hilfe angewiesen. Oh, dass sie überhaupt noch lebt, grenzt für viele Mediziner und Experten an ein Wunder, denn 2015 soll Rachel gerade einmal 18 Kilogramm gewogen haben. Okay. Das macht sie zur vermutlich dünnsten Frau der Welt und bringt ihr auf der ganzen Welt traurige Berühmtheit ein. Rachel leidet seit... Ah, da hat sie noch... bisschen besser ausgesehen. Über 15 Jahren an einer extremen Form der Anorexia nervosa, auch bekannt als Magersucht. Und die Folgen sind nicht nur nach außen hin sichtbar. Auch ihre Organe wie, ja, die bilden sich zurück, Nieren und Leber haben schwere Schäden davongetragen. Aber sie will leben und deswegen kämpft sie jeden Tag gegen ihre Erkrankung. Dabei wird sie immer von ihrem Mann Rod unterstützt. Doch okay, der Rod, okay. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie wurde aus einer lebenslustigen Schauspielerin eine Frau mit dem Gewicht eines dreijährigen Kindes, und wie sieht ihr Alltag aus? Ein dreijähriges Kind hat 18 Kilo? Ist das nicht viel zu viel? Echt 18 Kilo? Diese Fragen wollen wir euch heute beantworten und wir zeigen euch auch, aus welchen Momenten Rachel ihre Kraft zieht und wie es ihr heute, 5 Jahre nach ihrem persönlichen Tiefpunkt, geht. Es wird also wie immer spannend hier bei Wissenswert. Bevor wir uns anschauen, wie Rachel ihr Leben meistert, werfen wir jetzt aber einen Blick auf ihre Biografie und beantworten die Frage, wie es zu ihrer Magersucht kam. Rachel Farrock wurde am 25. Oktober 1977 in Kalifornien geboren und führte ein völlig normales und zufriedenes Leben. Sie hatte ein... 43, ich bin so schlecht im Mathe, ist nicht mehr normal. ...einen gut bezahlten Job in einem großen... Na, 18 Kilo für 3 Jahre passen schon. Meine Schwester ist 3,7 Jahre alt und hat schon 19 Kilo, ist aber absolut nicht dick. Okay, keine Ahnung. Ich habe nicht gesagt, dass das dick oder so ist, sondern ich habe nur gedacht... Das klingt, wenn diese erwachsene Frau 20 Kilo hat, so ein dreijähriges Kind im Vergleich. Großen Unternehmen, ein Haus, eine Familie, Freunde und jede Menge Ersparnisse. Sie hatte als junge Erwachsene sogar eine Ausbildung als Ernährungsberaterin abgeschlossen und jobbte nebenbei als Schauspielerin. Rückblickend sagt Rachel jedoch, dass damals permanent ein unerklärlicher Druck auf ihr lastete. Mhm. Dieser Druck wurde ihr dann schließlich zu viel. Das äußerte sich darin, dass Erinnerungen an ein verdrängtes Kindheitstrauma von ihr wieder hochkamen und Rachel mit dieser Belastung nicht klarkam. Die Magersucht übernahm daraufhin allmählich die Kontrolle über ihr Leben und Rachel nahm immer mehr ab. Dabei ging es ihr aber nie darum, schlank oder sogar begehrenswert zu sein. Sondern sie wollte einfach nichts mehr essen. Im Gegenteil, Rachel wollte möglichst unattraktiv und unscheinbar aussehen. Aha. Um sich vor sexueller Aufmerksamkeit zu schützen. Sie wollte quasi verschwinden und projizierte diesen Wunsch auf ihr Essverhalten. In einem Interview erklärte sie, dass sie sich damals eine Abneigung gegen Essen antrainierte und schließlich einen Ekel gegen jede Art von Lebensmittel. Oha, stell dir vor, dich ekelst vor Essen. Dann, oh mein Gott, das ist schon gestört. Mittel empfand. So verlor sie immer mehr Gewicht und war irgendwann nicht mal mehr in der Lage, ihren normalen Alltag wahrzunehmen. Viele Freunde und Familienmitglieder wandten sich von ihr ab und sie... Was? Obwohl es der schlecht geht? ...verlor während eines Krankenhausaufenthaltes ihren Job. Weil sie ihre Arztrechnungen nicht mehr bezahlen konnte, musste sie schließlich auch ihr Haus verkaufen. Wahnsinn! Doch glücklicherweise... Oha! Und das nur, weil sie nichts mehr essen wollte. ...diese stand ihr eine Person in all der Zeit bei... Bei uns heißt, wenn es nicht zusammen ist, dann gibt es morgen kein schönes Wetter. Die ist nicht zusammen und verliert alles. ...und wich ihr bis heute nicht von der Seite. Ihr Ehemann... Wenigstens einer
Na schau, er hatte sogar in einer schlechten Phase in ihrem Leben einen Heiratsantrag gemacht. Mit dem sie seit über 17 Jahren zusammen ist. Doch auch... Oha, ich wette, das Kistchen mit dem Ring drin. Ihr Ehemann Rob, mit hat's dem sie beim, beim Graffiti-Künstler oder Innenarchitekt von Montana Black gekauft. Auch da, LED-Licht drin. 10 Jahre. Aber natürlich, wie sagt man... Ich habe den ganzen Witz verkackt, weil ich schon so müde bin. Nicht direkt, indirektes LED-Licht. So. Zusammen ist. Doch auch Rob musste seinen Job als Personal Trainer mittlerweile aufgeben, damit er rund um die... Nein, der ist Personal Trainer. Da dreht sich's bei dem im Job nur um das. Und der muss den Job sogar aufgeben, nur weil sie nichts isst. Uhr für Rachel da sein. Krass. Kann. Der vorläufige Tiefpunkt von... Oha, schaut mal den Arm an, oh mein Gott. Rachels... Aber hauptsächlich die Richard Miller am Start, eh klar. Krankheitsgeschichte ereignete sich dann allerdings... Oh, die Arme, schaut mal, wie er die tragt. Oh, die tut mir leid. ...im Jahr 2015. Damals litt Rachel bereits seit 10 Jahren an der Krankheit und nachdem sie immer wieder erfolglos an verschiedenen Therapieprogrammen teilgenommen... Dass die nicht ständig Angst haben, dass sie stirbt. ...hatte, wog sie schließlich nur noch 18 Kilogramm. Krankenhäuser und Therapieeinrichtungen verweigerten daraufhin sogar eine stationäre Aufnahme, da ihr Körper einfach zu schwach war und die Aussichten auf eine erfolgreiche Therapie... Was? Die haben einfach gesagt, ja, du stirbst sowieso, dich brauchen wir gar nicht mehr nehmen, oder was? Wie gestört ist das? ...therapie sehr schlecht standen. Nur ein Krankenhaus auf der anderen Seite der USA an der Ostküste erklärte sich bereit, ihr zu helfen. Doch Rachel hatte kein Geld mehr, um die Therapie und die Kosten für den Transport zu bezahlen. Deswegen startete sie einen Sie haben es auf einen Papierflieger gesetzt und hingeworfen. Joke, das ist... Maxl, reiß dich zusammen. Das ist halt mein privater Humor. Ich musste ein bisschen lernen zu trennen, Leute. Nein, das ist nichts, worüber man lachen sollte. Das ist absolut nicht lustig. Ihr merkt es aber auch selbst, dass ich betroffen bin. Aber ich habe halt so einen schwarzen Humor und oft kommt es mal durch. Spendenaufruf und ihr Video, in dem sie die Zuschauer um Hilfe bat, ging um die Welt. Hi, my name's Rachel. I need your help. Das ist nicht lustig. Tatsächlich kamen mit der Aktion mehr als... Aber krass, okay, sie hat Spenden gesammelt und dann hat es funktioniert. Also dann konnten sie... Was? Wieso braucht die 500.000 für den Transport? 500.000 kostet ein Schwertransport. $200.000 zusammen und Rachel konnte nicht nur die Therapie in den USA beginnen, sondern sogar an einem speziellen Programm in Portugal teilnehmen. Trotzdem zeigten die Therapien leider nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil, als sie in einer Klinik zwangsernährt werden musste, kämpfte sie um ihr Leben, da ihre Organe die Nährstoffe nicht verarbeiten konnten. Oha, naja, die ist halt, die Organe packen das alles gar nicht mehr. Wenn die so lange nichts zu essen bekommen, musst du mit der leichtesten Kost überhaupt anfangen, damit man den ganzen Organismus wieder mal in einen Rhythmus reinbekommt. Rachels Familie bereitete sich damals schon auf das Schlimmste vor, doch Rachel die schließen schon ab. Überlebte. Seitdem wird sie ausschließlich zu Hause betreut und ein Team von Therapeuten kümmert sich jeden Tag um die 43-Jährige. Außerdem ist sie mittlerweile auch noch Mitglied in mehreren Selbsthilfegruppen, denn neben der Magersucht hat Rachel auch noch Symptome anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel von ADHS und Zwangsstörungen. Ah, das auch noch. Rachels Zustand hat sich zwar immer noch nicht grundlegend verbessert, aber sie kämpft weiterhin für ein gesunderes Leben. Trotzdem muss sie weiterhin mit vielen Einschränkungen und Vorurteilen leben. Freunde und Verwandte haben sich nach wie vor zum Großteil von ihr und Rob abgewandt. Krass, aber warum? Und immer wieder bekommt sie zu hören, dass sie doch einfach mal einen Burger essen solle. Aber so einfach ist die Krankheit nicht zu behandeln. Durch das jahrelange Fasten hat sich Rachels Organismus nämlich an den Hunger gewöhnt. Mhm. Ihr Körper muss sich erst sehr langsam an das Essen und die Nährstoffe gewöhnen. Nimmt sie zu viele Kalorien auf einmal zu sich, würde sie sogar weiter abnehmen. Was? Man nennt dieses Phänomen Refeeding-Syndrom und es ist ein Teufelskreis, aus dem Rachel nur langsam herauskommt. Hinzu kommt, dass sie, wie sie selbst sagt, kaum noch einen Geschmackssinn hat. Sie kann nur noch unterscheiden, ob etwas süß oder salzig, doch alles andere nimmt sie nicht mehr wahr. Außerdem kostet sie jeder Bissen extrem viel Kraft. Ihr Körper ist in den letzten Jahren nämlich extrem verkümmert und das Schlucken fällt ihr sehr schwer. Okay. Es kam sogar schon vor, dass das Essen ihr wortwörtlich im Halse stecken geblieben ist, was schnell zur Gefahr werden kann. Deswegen kümmert sich mittlerweile eine Sprachtherapeutin um sie.
Außerdem erhält sie natürlich neben psychologischer Hilfe auch Unterstützung von mehreren Physiotherapeuten, die ihr helfen, ihre Mobilität Schritt für Schritt zurückzubekommen. An guten Tagen kann sie sogar schwimmen gehen und sich tatsächlich ohne Hilfe alleine bewegen. Trotzdem müssen Rachel und Rob immer wieder Rückschläge verkraften. Schon kleine Erkältungen können für die US-Amerikanerin lebensgefährlich sein und ihre Knochen sind so geschwächt, dass sie jederzeit bei einer falschen Bewegung brechen können. Daher leben die beiden fast nur noch in ihren eigenen vier Wänden und sind von der Außenwelt isoliert. Treffen mit Freunden oder mit der Familie, wie es bei vielen Menschen üblich ist, kommen bei ihm nur noch extrem selten vor. Rachel ist nämlich Wahnsinn, schau, Freunde, wie die da ausgesehen hat noch. Zu schwach für irgendwelche Aktivitäten außerhalb ihres kleinen Hauses und zu groß ist die Angst, dass sie krank werden könnte. Trotzdem setzt sie sich voll und ganz für ihre Genesung ein und kämpft weiter. Nicht nur für sich und ihren Mann Rob, sondern auch um anderen Menschen Mut zu machen. Sie will ein Bewusstsein für ihre Krankheit schaffen und das Thema Essstörung ins Rampenlicht bringen, wie sie selbst sagt. Denn das Thema ist aktueller denn je. Gerade in der Jugend und mit Social Media und so weiter, da werden immer mehr, wenn du die ganze Zeit nur vor Augen hast, wie alle anderen ausschauen, entwickelt man leichter mal gerade bei den Jugendlichen eine Essstörung. Ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von 11 bis 17 Jahren zeigen Symptome von Essstörungen. Und von 1000 Personen leiden etwa 30 bis 50 an einer Essstörung. Gestört. Also 3-5%. Aber noch immer haben viele Menschen den naiven Irrglauben, dass die Erkrankten selbst die Schuld an ihrer Magersucht tragen und sie sich so ein Leben nun mal ausgesucht. Hauptsache ich habe mal vor dem Stream noch 2 Pizzen reingehauen und esse jetzt dann einen ganzen Kübel Eis. Freue mich schon mega drauf. Oft bekommen sie zu hören, dass sie nur mal mehr essen müssten. Doch eine Magersucht ist eine schwerwiegende und meist sehr langwierige Erkrankung, die unbedingt behandelt werden muss. Sie hat ihren Beginn typischerweise während der Pubertät, aber auch Erwachsene und Kinder unter 13 Jahren können daran erkranken. Mediziner glauben, dass es keine einzelne Ursache für eine Magersucht gibt. Stattdessen handelt es sich immer um eine Mischung mehrerer Einflüsse, wobei oft traumatische Erlebnisse eine Rolle spielen. Bei Rachel Farrock waren es vor allem psychologische Einflüsse, die die Krankheit auslösten. Ein anfälliges Selbstwertgefühl, Überforderung im Alltag. Oha, Nachbar einfach mal nackt da oben. Alltag und seelischer Stress können Risikofaktoren sein. Der irrtümliche Gedanke, wenigstens den eigenen Körper unter Kontrolle zu haben. Stimmt, das ist so der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern, in so einem krampfhaften Verhalten. Zum Beispiel auch, wenn Kinder von außen gesteuert werden, von ihren Eltern und nicht selbst entscheiden können, dann entwickeln die einen analen Charakter, also einen zwänglichen Charakter. Und oft ist es dann so, dass das Letzte, worüber sie selbst entscheiden können, ihr Körper ist. Und dann entscheiden die sich zum Beispiel nicht aufs Klo zu gehen oder nichts zu essen. Da entstehen Essstörungen sehr oft, wenn die Eltern so streng sind und alles kontrollieren wollen. Kann zu gefährlichen Trugschlüssen führen, die eine Magersucht hervorrufen können. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass die Anfälligkeit für Magersucht vererbt werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass bei manchen Patienten eine Störung der Hirnregionen vorliegt, die für die Steuerung des Essverhaltens verantwortlich sind. Auch gesellschaftliche Einflüsse. Ah, da schau her, die Zoe, ist eine Freundin von mir, die war mal bei GNTM. Wie ein völlig überzogenes Schönheitsideal. Und da ist die Vicky, ist auch eine Freundin von mir, die waren zu zweit bei GNTM. Geil, dass genau den einen Spieler bringen. Das in den Medien propagiert wird, können ein Auslöser sein. Denn gerade junge Menschen, und das besonders im Zeitalter von Social Media, lassen sich davon einschüchtern und denken, sie müssten genauso aussehen. Ja, die zwei haben auch wirklich einen tollen Körper. Ich bin ja auch einer, der steht mehr auf schlank und dünn. So zierlich halt einfach. Ich bin kein Freund von Kurven und so. Ich meine, das ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt, das in so einem Video zu sagen. Aber ist echt der falsche Zeitpunkt, glaube ich. Aber in dem Video habe ich mir schon ein paar Fehltritte erlaubt, also von dem her, jetzt ist sie nicht mehr zu reden. Wie ihre Peers, um zu einer Gruppe dazuzugehören. Wie fatal solche Rollenbilder sind, zeigt sich an der Tatsache, dass fast die Hälfte der Mädchen und ein Fünftel der Jungen im Alter von 15 Jahren sich als zu dick empfinden, obwohl sie normalgewichtig sind. Mehr als die Hälfte der Mädchen hat in diesem jungen Alter bereits Diäterfahrungen gesammelt und jedes vierte Mädchen sogar mehrfach. Diät ist ja prinzipiell nichts Schlechtes. Diät heißt ja auch, dass man darauf achtet, was man zu sich nimmt und gewisse Dinge zählt und aufeinander abstimmt. Und wenn man eine ausgewogene Ernährung haben möchte,
ist das ja auch eine Form der Diät, also von dem her, ja. Genau deswegen ist es Rachel Farrock wichtig, Aufklärung zu betreiben und vor allem jungen Menschen zu zeigen, wie weit die Krankheit gehen kann. Außerdem will sie Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind und es wichtig ist, sich Hilfe zu holen. Rachel sagt nämlich von sich... Ja, für junge Menschen ist Diät nicht gerade gut. Wenn das eine ausgewogene Diät ist, ist gerade bei Menschen, die noch im Wachstum sind, sehr, sehr gut, wenn man da darauf achtet, dass man die richtigen dass man die richtigen Nahrungsstoffe zu sich nimmt und nicht einfach nur Burger frisst oder auf was man halt so Bock hat. Wenn man gesunde Ernährung mit Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, Proteinen und allem mit dabei hat, ist... Diät heißt ja nicht, dass man von etwas wenig isst oder dass man auf etwas verzichtet. Das heißt ja Diät nicht, sondern Diät heißt, dass man darauf achtet, was man zu sich nimmt. Selbst, dass sie die Magersucht im Kopf bereits besiegt habe, aber der Körper noch nicht mitspielen möchte. Mhm. Es kann daher noch lange dauern, bis sie ein normales, gesundes Leben führen kann. Aber sie glaubt fest daran, dass ihr das gelingen wird. Das war's auch schon mit unserem Video. Und an dieser Stelle wollen wir euch eigentlich nur darum bitten, gut zu euch und eurer Gesundheit zu sein. Unbedingt, das ist auch das, was ich immer wieder sage. Sport und gesunde Ernährung bin ich auch noch nicht so ganz am Start, aber Sport auf jeden Fall. Also Sport, das gebe ich immer wieder weiter, das bringt einem so viel mehr, als dass man sich gut fühlt und leiwand ausschaut, sondern das bringt einem auch psychisch viel. Weil wenn du so einen Ehrgeiz entwickelst, der im Sport passiert, wo du wirklich von Mal zu Mal die Erfolge siehst, wirkt sich das auch auf deinen Geist aus. Dann wirst du auch in deinem Leben erfolgsorientierter, zielorientierter, motivierter. Also der Sport ist in allen Bereichen wirklich eine Sache, die man einführen sollte für sich selber, die man für sich selber entdecken sollte, wo man einfach eine Zeit lang durchbeißen sollte, weil man daraus so viel gewinnen kann. Also ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, Sport zu machen, und zwar regelmäßig. Und am besten Sport, der Spaß macht. Es muss nichts... Das kommt von alleine, Leute. Machst du jeden Tag Sport, Max? Fast jeden, ja, wenn es sich so ausgeht, fast jeden. Denn statt irgendeinem Schönheitsideal zu folgen, ist es viel wichtiger, sich so zu akzeptieren, wie man... Dann kannst du auch fressen, was du willst, im Sinne von zu viel. ...man ist. Denn jeder Mensch ist schön, egal wie er aussieht. Ansonsten liked natürlich dieses Video, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal hier bei Wissen. Innerlich ist jeder Mensch schön, egal wie er aussieht. Das würde ich so bestätigen. Aber Menschen, die sich einfach komplett gehen lassen, auf alle scheißen und auf ihre Gesundheit nicht achten, wo sich das Ganze dann auch auf die Haut und auf die Zähne und alles aufwirkt, das würde ich nicht als allgemein schön empfinden. Wissenswert. Aber ich bin auch bereit dazu, etwas ehrlicher mit meiner Oberflächlichkeit zu sein, als das viele andere nach außen vorgeben. So schaut es nämlich aus. Dass ich ein leicht oberflächlicher Mensch bin, das bin ich bereit zuzugeben und verstecke ich nicht. Ja, so, das traue ich mich auch noch zu sagen, Leute.